Es sei jetzt Zeit, die Hand zu heben. Norbert Röttgen ist ab jetzt der Vierte, der als möglicher künftiger CDU-Chef gehandelt wird. Und er ist der Erste, der sich selbst ins Spiel bringt. Und das nicht nur unter der Hand, sondern ganz offiziell und öffentlich. Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört und darum kandidiere ich. Während Norbert Röttgen das sagt, wartet man vor der CDU-Zentrale auf Ergebnisse des ersten Bewerbergesprächs. Friedrich Merz bei Annegret Kramp-Karrenbauer. An der Basis sorgt all das für Gesprächsstoff. Bei der CDU in Neuss ging es gestern noch um die Idee einer Teamlösung an der Spitze, die von vielen vorgeschlagen wurde. Bei der SPD klappt es momentan nicht. Ich weiß nicht, ob es bei uns besser werden würde. Alle drei sind gefordert, alle drei müssen es zusammen machen. Ich glaube nicht, dass es schlau ist, wenn einer sich gegen die anderen durchsetzt. Nein, einer muss wirklich den Hut aufhaben und entscheiden können. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat noch sein Gespräch mit der CDU-Chefin, auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Bei den Männern der CDU Neuss kommt Merz so gut an wie Laschet. Bei den Frauen gibt es zum Teil Vorbehalte gegen Merz. Er hat eben irgendwann immer gekniffen. Das finde ich nicht ganz so gut an ihm. Vielleicht wird es ja mal besser. Ich glaube, dass wir jemanden brauchen, der die Menschen zusammenbringen kann. Und das würde ich Herrn Laschet eher zutrauen. Nun bekommt wohl auch Nummer 4, Norbert Röttgen, seinen Termin bei Annegret Kramp-Karrenbauer. Noch ist der Zug für keinen der Bewerber abgefahren. Es muss sich jetzt zeigen, wer den meisten Rückhalt in den Führungsgremien der Partei hat, wem die besten Chancen zugerechnet werden, Wähler zu gewinnen, aber auch die Partei zu vereinen.